was in der letzten Folge passiert ist. Du hast gestern auf mich geschossen. Du warst in dem grauen Auto und dann habt ihr auf uns geschossen. Du wirst mich noch kennenlernen, okay? Brother. Ja, hallo? Verkaufst du diese Mercedes? Ja. Wie viel? Wer will den kaufen? Ich, weil ich und meine Bratan, wir wollen beide gleiche Art haben. Ihr wollt den kaufen? Ja, warum nicht? Wir müssen ja zusammenlegen. Ich hab meine Meinung gerade gerne, ich verkaufe doch nicht. Ja, warte mal. Ja, was denn? Ich mach dir guten Preis. Du könntest mir doppelte Preis zahlen, ich verkaufe nicht an dich. Lega, warum machst du so? Ja, was denn? Was? Ich halt Waffe auf dich, bleib stehen. Aussteigen. Gut. Aussteigen. Ja, sofort. Mach ich. Ja, einsteigen. Ja, mach ich. Auflegen. Ja, mach ich. Schieß dich. Auflegen. Einsteigen. Nochmal. Ich schwör's, wenn du dein Handy rausnimmst, schieß ich. Hast du gehört, Victor? Ich hab dich nicht verstanden, nuschelst der. Was hast du gesagt? Schmeiß dein Handy weg. Ey, Kollege. Also, Fenster ist zu. Wo soll ich das hinschmeißen? Ich rede mit meinem Kollege. Ey, Victor, wir halten jetzt hier an und ich steig beide aus. Du nimmst deine Sachen weg. Also, ich kann dir auch einfach das Handy übergeben. Halt deine Fresse, ich hab nicht mit dir geredet. Denkst du, ich mach schon Pass? Also. Halt deine Fresse, aussteigen. Gut. Ende hoch. Nimm alles weg von dem, Victor. Einsteigen. Sind Sie sauer, weil ich Ihnen das Auto nicht verkaufen will, oder? Selber schuld. Hätte zu verkaufen, wäre kein Problem gewesen. Du musst ihm die Tür aufmachen. Aber Ihnen ist schon bewusst, dass ich auch das Auto nicht verkaufen werde, nachdem Sie mich mit einer Pistole bedroht haben, oder? Das macht es nicht besser. Jetzt selber schuld. Und jetzt halt deine Fresse. Ich hab die Pistole hinter deinem Kopf, du Wichser. Ich guck kurz auf Telefon. Oh mein Gott, Bro. Ey, du darfst jetzt reden. Okay, ich war mit der Polizei der Stadt am Telefonieren. Warum hast du so viel mit Polizei geredet? Weil ich einen Officer melden wollte, der zu schnell gefahren ist. Aha, und du bist selber Officer, hä? Ich hab noch eine Rechnung mit ihm offen, deswegen hat mir das extra gefallen zu tun. Das passt doch perfekt. Erinnerst du dich an mich? Ja, ob er sich an mich erinnert, ob er noch weiß, was er gemacht hat. Was hast du mit ihm gemacht? Keine Ahnung, ich kenne den Typ nicht. Was war letztens am Würfelpark? Das werden wir gleich herauskriegen. Keine Ahnung, wer du bist. Okay, steig aus. Heute ist echt ein Scheißtag. Ich werde einfach bedroht von jemandem mit einer Knallhart. Aber ihr f*** mich jetzt nicht, oder? Du, halt dein Fresse, hab ich gesagt. Ja, ich hab dir gesendet. Kommt hier. Stell dich mal an die Wand dort. Bitte, bitte nicht schießen. Erinnerst du dich jetzt, wer gemeint ist? Ich darf nicht reden, Leute. Antworte mir, wenn ich dir eine Frage stelle. Du sollst mir antworten. Darf ich mich umdrehen, oder? Ja. Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Du hast auf mich geschossen und am Würfelpack hast du dich lustig gemacht, okay? Was hab ich da gesagt? Erstmal, du hast mir das Angebot gemacht, ob wir ins Disneyland gehen, gell? Darüber können wir später vielleicht noch diskutieren, da hätte ich vielleicht sogar wirklich Interesse. Du hast mich eingepackt, weil ich dir angeboten habe, dass wir ins Disneyland fahren? Nein, einmal hast du auf mich geschossen. Du warst dabei, mitgefahren. Hä? Oh. Bist du rumgerannt und hast gesagt, Kindergarten, hast dich über mich lustig gemacht. Ach so, nee, ich hab gar nicht dich gemeint. Hast du dich angesprochen gefühlt? Ey, komm, verarsch jemand anderes, weißt du? Ich weiß, dass es an mich gerichtet war. An sich, ich bin dir echt nicht sauer. Ich wiederhole es jetzt noch einmal. Wenn du es nochmal wiederholen möchtest, tue ich deine Fresse polieren, okay? Auf mich schießt du. Auf mich schießt kein Hund, okay? Hast du mich verstanden? Also, gib mir eine normale Antwort, wenn ich mit dir rede. Was passiert, ist passiert. Wir schauen nicht mehr in die Vergangenheit, wir schauen in die Zukunft. Ey, du lässt mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Wenn du mich versuchst f***en zu kommen, werde ich dich dreifach so f***en gehen, okay? Ich bin 23. Ich bin der Weihnachtsmann. Hau ich dir nochmal ein. Entschuldigung. Okay, du bist 23. Willst du meinen Perso sehen? Nein. Wie war nochmal dein Name? Kevin, oder? Geiler. Also Kevin Geiler. Kevin Geiler. Hilton. Und ich möchte auch nie wieder, dass du dich lustig über mich machst. Hast du mich verstanden? Das fand ich noch schlimmer. Ich habe mich noch nie über dich lustig... Also, ich dachte, du würdest das verstehen. Ich frag mich wirklich, wer kommt denn da jetzt eigentlich? Wir gucken. Oh Gott, jetzt wird's richtig peinlich. Kevin Geiler Hilton. Ach du Scheiße. Ist das peinlich. Boah, ist das demütigend, von einem Kind geschlagen zu werden. Das Ding ist, Kevin, nicht, dass du das falsch verstehst. Wir sind ja eigentlich Freunde. Aber ich habe tatsächlich Billy noch einen Gefallen geschuldet und er meinte, du hast ihm was angetan. Erzähl mal, Billy, hast du ihm das schon erzählt? Ja, aber er nimmt mich nicht ernst. Doch, also er hat gesagt... Nein, halt deine Fresse. Wenn ich rede, hast du deine Fresse zu halten, okay? Entschuldigung. Hast du das gehört, Kevin? Darf ich es wieder antworten? Der junge Herr hier redet. Was hat er denn erzählt? Erzähl mal, Billy. Ich will das auch nochmal wissen, was da genau war. Ja, erstmal hat er auf mich und dem einen Freund, wo sie wahrscheinlich auch wissen, geschossen. Du hast auf ein Kind geschossen? Er ist 23. Ja, noch ein Kind. Okay, erzähl, Billy, weiter. Und dann gestern am Park, ich habe ihn darauf angesprochen. Ich muss sagen, ich war auch ein bisschen respektlos zu ihm, aber das ist ja kein Grund, dass er respektlos zu mir ist. So. Ich bin ja was Besseres wie der Hund. Ganz kurz, als er. Auf jeden Fall habe ich ihm dann gesagt, er soll das nie wieder machen. Ich hätte sie eigentlich auch dabei gelassen. Ich wollte ihn gar nicht kidnappen lassen. Das ist mir gar nicht wert gewesen. Da er gestern durch den ganzen Park gelaufen ist und geschrien hat, hier Kindergarten, und uns auch hinterhergefahren ist,
und geschrien hat, willst du mit uns ins Disneyland, muss ich sagen, wenn das mir anbietet, okay, aber muss nicht sein. Und das war einfach sehr respektlos. Ich bin auch selber verwirrt, ob es jetzt an dem Kindergarten liegt. Hätte ich Vorschule sagen sollen, Schule, weiterführende Schule, Realschule, Oberstufe. Hast du ein paar Klassen übersprungen? Also, gäbe es denn die Möglichkeit, wir sind doch gut miteinander, dass du Billy respektierst, mir zuliebe, dass du ihn ernst nimmst, der möchte ein wenig ernst genommen werden. Er hat auch Qualitäten, wie du siehst, er hat es geschafft, dich einzupacken. Ja, ich kann mir vorstellen, ihn zu respektieren. Könnte ja auch zu deinem Vorteil werden. Die eine Hand wäscht die andere, vielleicht brauchst du auch irgendwas mal von ihm. Safe, falls ich mal irgendwie, wenn mein Playmobil ausgeht, würde ich da mal nachfragen. Alles gut, haltet euch zurück, alles gut. Ja, Billy, was sollen wir mit ihm machen? Ist das für dich geklärt oder wie sieht's aus? Ich wollte ihn eigentlich gehen lassen, aber er ist halt weiterhin so respektlos. Das nervt mich. Ich wollte ja, ich will doch auf dich aber wieso musst du so respektlos zu mir sein? Was findest du an respektlos, wenn wir beide zusammen mal spielen oder so? Ich will nur was klarstellen. Wenn du weiterhin respektlos zu mir bist, wirst du hier nicht das letzte Mal stehen. Hast du das verstanden, Kevin? Billy ist unter meinem Schutz. Solltest du ihn jemals wieder respektlos behandeln, obwohl er dich auch gegenüber dir mit Respekt auftritt, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Gut, was machen wir jetzt mit dem, Billy? Deine Entscheidung. Soll ich ihm eine Kugel in den Kopf jagen oder was soll ich tun? Nein, also wenn du mir eine Kugel in den Kopf jagst, kann ich ja nicht mehr mit... Er hat mich gefragt, nicht dich, okay? Hast du das verstanden, Kevin? Er fragt mich! Mich! Dein Handy, gell? Ich lass das da oben auf dem Schild fallen, dann kannst du dir ein Taxi rufen. Du wartest hier aber noch, bis wir weggefahren sind. Hast du mich verstanden? Wenn du dich bewegst, schieße ich dir eine Kugel drauf, okay? Guck mal, wie korrekt ich bin. Du musst nicht mal laufen. Ciao, Kevin. Hoffentlich sieht man sich im Guten wieder. Was hast du dem Jungen angetan? Keine Ahnung, der hat mich irgendwie voll gequatscht mit, hör auf mich zu schießen. Ich so, keine Ahnung, wer du bist, kenn ich nicht. Und er so, ich so, hör mal, ist hier Kindergartenveranstaltung oder was ist hier los? Der möchte doch einfach nur respektiert werden. Tu ihm doch den Gefallen. Ja, aber als ich 12 war, habe ich auch keinen Respekt in der Grundschule gehabt. Das ist ja klar. Also Typ ist 23. Ja, und ich bin der Weihnachtsmann. Leute, wenn ich jetzt hier stehe und sage, ich identifiziere mich als 50-Jähriger, dann guckt mir das auch keiner. Und weil da vorne kommt ein 12-Jähriger auf mich zu und sagt, ich bin 23, respektiere mich. 13 würde ich ja noch glauben. Aber nicht 23. Der mächtigste Mann in Los Santos spricht, wie kann ich helfen? Ich muss kurz zum Schild, da ist ja mein Handy. Hey, meine ganzen Nudes sind auf dem Handy. Ach, Billy ist noch da. Okay. Dann kann ich die Frage nicht beantworten, wie es mit den Frauen läuft. Hey Billy, verdammte Scheiße, wieso bist du denn noch da? Ich dachte, du bist mit Jay mitgefahren. Ruf dir einfach ein Taxi, Billy. Nee, du rufst dir ein Taxi und ihr nimmt mich mit. Kevin, steig aus. Tut mir leid. Machen wir Frieden oder willst du weiter? Billy, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir Frieden machen, dann würde ich lügen. Wenn ich sage, wir machen weiter, würde ich auch lügen. Also bezüglich deiner Frage, wie es mit den Frauen läuft. Eigentlich kommen wirklich sehr, sehr gut an. Guck mal, das Ding ist, ich hatte eine Frau kennengelernt, die ich eigentlich heiraten wollte, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ich sollte mich an die ein oder andere Mutter ranmachen. Dein Taxi ist da. Dann viel Glück. Vader, gib mir eine Chance, sag mir, warum muss das sein? Warum muss das sein? Du wolltest schwimmen gehen, slide bitte in meine DMs rein. Sie will den Joint von mir haben, doch ich frag sie, wie es ihr geht. Vader.